Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge hier im Makalania. Ein Mega Potion. Im Makalania stehen geblieben. Gibt's hier was Neues? Achso, hier sollen wir sogar lang. Ja, haben die Albed besiegt und jemand hat dem, dem Wacker gesteckt, dass die Riku da dazugehört. So, ich will jetzt hier gerade noch die Leute, man ist ja zum Glück nicht ganz so viel. In der letzten Folge haben wir ja auch wieder ewig. So, Drohnen. Drohnen ist immer schön. Nein, Kraft. So, du einmal und du einmal. Ja, der Walker war ja nicht ganz so erfreut darüber, dass die Riku eine Albed ist. Aber ich glaube, der wird sich auch dran gewöhnen. Muss er ja irgendwann irgendwie. Und tschüss. Oh, sehr gut. Ja, es geht da lang, glaube ich, weiter. Jetzt will ich gerade noch mal geschwind gucken, was war das hier? Bio war das, genau. Und dann geht's hier. Zweimal, dreimal Level 3, einmal Level 4. Das ist echt. Was war der hier? Ah, das war Gilraub. Da muss man später mit der Riku irgendwie hin. Und die müssen wir ja auch mal noch gucken, dass wir sie ein bisschen hochgepowert kriegen, weil die auf dem Sphärobrett irgendwie noch so ganz am Anfang steht, gefühlt. So. 1, 2, 3. Da oben geht's weiter. So. So, okay. Würde ich mal sagen, sind wir soweit. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn das da? Habt die anderen dann Neigern Jüdernanen. Hayan, nimm. Oh, danke schön. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Das sieht irgendwie so, oder ist das der Makalania-Tempel? Das kann natürlich auch sein. Da hätten wir ja für die Folge echt was zu tun und so. Oh, ist Riku schon vorgelaufen? Leute, wieso wartet ihr denn? Omachinasai! Koko wa Arbedo-zoku ga kite yoi tokoro dewa arimasen. Kono musume wa Yuna no gado da. Arbedo-zoku ga gado desu to shinjiraremasen na. Atashi wa Yuna o mamoritai. Dare ni mo monku wa iwasenai. Sou iu koto da. Gado ni chisuji wa kankei nai. Ya. Ja, muss tja, Alter, jetzt guckst du dumm, was? Gibt's hier noch was Tolles? Nö, gar nichts. Wacker, hey! Mit dir wollte ich noch reden kurz. Moment, was sagt denn eigentlich der Typ da draußen? Yoi desu na. Iwai no kichijitsu yue. Hey, ich muss hier die ganze Arbeit machen. Jetzt mal langsam hier. Oh, Gado no minasama. Sakihodo wa arigatou gozaimashita. Minasama no okage de muji ni Yuna sama o gonnai dekimashita. Also, das mit dem Geleiten müssen wir nochmal üben. Kansha moshiagemasu.
つまらないものですが、これをお納めくださいませ。Ein Schellarm. Moment, warte mal, den muss ich mir mal angucken gerade. Und der müsste doch für die Riku sein. Ja. So. Donnerarm, Soldatenarm, der ist gerade drin. Notschell. Das ist gar nicht so verkehrt. So, wer steht denn? Ich dachte, da steht noch jemand. So, jetzt speichern wir einmal noch kurz. So, und dann können wir mal... Kita, kita! Yuna-sama, yappari go kekkon nasarun desu yo ne? Mo, karakawanaide kudasai yo! Kekkyok konatta na. Ureshiku nai desu ka? Ma, iroiro aru ssu yo.あのさ、ユーナがどこにいるか知らないか？ユーナ様は、試練の前へ向かわれたようです。シーモア老師とご一緒でした。Na, toll, zusammen mit dem Primas. Na, das kann was geben. So, nochmal 5000 Gil für uns. Gibt's hier auch noch was Tolles? Nö.Nichts mehr, was wir noch plündern können. Ah doch, natürlich gibt's noch was, das wir plündern können. 2x-Potions. Na also. Ich hab schon gedacht. Ich will diese wunderschöne News mit Kita gehen. Ja, tu das mal. Ja, Stimmung, Heiterkeit. Juhu, so. Jisper-sama! Yuna-sama no Onimotsu no Sphere ga...Was zur Hölle ist jetzt passiert? これがユーナを悩ませる原因だな。わしがこれから言うことは、曇りなき真実。グアドの誇りにかけて誓おう。心して聞いてほしい。我が息子がシーモアのことだ。あやつが何を考えておるのか、わしにもわからん。見えるのはただあやつの胸に燃え盛る黒い炎。あやつはエボンを利用し、グアドを利用し、召喚師を利用し、このままではスピラに災いを。おとらす者となり果てるだろう。わしは間もなく死ぬ。我が子によって殺められ死ぬ。それは受け入れよ。わしが不甲斐ないばかりにあやつは苦しみ歪んでしもうた。わしはシーモアとあれの母親を世間から守ってやれなかった。わしに課せられた罰としてこの死を受け入れよ。しかしこれを見る者よ、シーモアを止めてくれ、息子を頼む。こういうことか。ユーナ大丈夫かな。ここまで大元だとはな。どこへ？シーモはやばい。それははっきりしただろう。相手はエボンの老師だぞ。ああ、じゃあワッカはここにいろよ。ワッカ、行こう。話を聞いてみよう。どうなっちまってんだよ。Tja, das ist hart, aber die Kiste hinten müssen wir noch plündern. Allheilmittel. Hey, was guckt ihr hier? Welch Grausamkeit, wenn so tun, als wäre nichts passiert.Ich ahne Schlimmes, passt auf euch auf. Ja, danke schön. Na gut, dann tut das. So, wenn wir noch um die andere Seite gucken. Oh, und den Chef, den hat's gerade hier rund die Treppe runtergelu-
geschlagen. Das ist ja schade, ist das. Nochmal 3 Phönixfedern, die werden wir brauchen. So, und du, Hundipundi? Oh, süß. Okay, jetzt können wir den noch über Simor fragen. Nur das Blut der Guarda ist auch das der Menschen, okay. Weil es so viel durchmassen muss, jetzt man der beiden Rassen friedlich zu vereinen vermag, okay. Ah, okay, also so alt war wie die, wurde Sinn von Praska bezwungen. Erst Primas feierte die stille Zeit und ernannte Chiskal zum Primas, okay. Simon war damals noch ein kleiner Junge, doch er half seinem Vater. Okay, und dann die Priesterzeit. Zum Priester geworden war, begann er allmählich von sich reden zu machen. Bla 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 bla. Weiter Karriereleiter nach oben, jawohl. So, und dann die Mediumzeit. Großes Potenzial als Medium. Mhm. Okay. Ja, ich habe jetzt alles gehört. Danke. Oh, da kriegen wir noch ein Elixier von dem. Alter, das ist ja nett. So, und du? So, oh, vom Festbankett. Oh, ein Äther. Äther ist richtig geil. Na, hat sich doch gelohnt, dass wir hier nochmal kurz reingeguckt haben. Was ist mit dir passiert? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Der Kilmari ist halt so. Hi, hast du noch was? Hey. Gibt's noch was Cooles? Das ist natürlich noch geiler als das, was wir haben, aber ist egal, ja. Kraftfaust. Na, die ist schlechter als die, die wir haben. Nö. So, ja, Yuna-sama wa tabi o tsuzukeru rashii na. シーモア老師と2人で真と戦うってことか。こりゃユーナレスカ様とゼイオン様の再現だな。 Ja, das könnte sein. So, was hat er denn noch im Sortiment hier? Nur mal zum Gucken. Item Potions haben wir schon. Phönixfedern haben wir auch ein paar. High Potions. Das sollten wir vielleicht mal noch 4 Stück kaufen. Dann haben wir 40. Die Dinger sind halt sündhaft teuer. So, dann werden wir mal reingehen und gucken. Kimari ga matte iru. Saki ni ike. Uss! Aite no dekata shidai de. Ya. Kakugo shite oke. Atama no naka mashiro da ze. Roushi ni hi ga areba. Shikata na. So, und jetzt müssen wir hier durch den... Oh, das sieht ja sehr nett aus. Hätten wir vielleicht nochmal speichern sollen? Shimoa! Oh, shizuka ni. Yuna-dono ga inori-go to taimen-chuu desu. Urusa! Okay, jetzt werden wir ein Riesenproblem kriegen, glaube ich. Wir hätten aber speichern sollen vorher. Und ohne unseren Weißmagier wird das echt hart. Yuna! Doste! Jiska no tsuya mita so!
殺したな。それが何か、もしやユーナ殿もすでにご存知でしたか。ならばなぜ私のもとへ。私は、wie ist die gerade an ihm vorbeigelaufen? あなたを止めに来ました。なるほど、あなたは私を裁きに来たのか。残念です。なるほど、命を捨てても召喚師を守る誇り高きガードの魂、見事なものです。よろしい、ならばその命捨てていただこう。シーモア老師、ガードは私の大切な同志です。その人たちに死ねというのなら、私もあなたと戦います。よし、シーモア老師、覚悟を決めなさい。 So, na toll, das musste eben So, okay, gut, Das bedeutet, wir müssten jetzt einmal die Lulu holen. Weil die beiden außen, wenn ich es richtig im Kopf habe, dürften eigentlich nur gegen... Oh, das hat schon mal geholfen. Aha, so geht es also. Gucken wir mal, ob der Orin da ein bisschen mehr machen kann. Dem müssen doch dann irgendwann die Potions ausgehen. Gucken wir mal, ob... Ja, komm, nehmen wir uns mal den Spaß. Mal gucken, vielleicht hilft uns das ja. So in der Art hatte ich mir das tatsächlich vorgestellt. Ist doch nicht zu glauben, ist das nicht. So, dann gucken wir mal, was der so kann. Oh, das tut mir jetzt aber leid. So, wen können wir denn nochmal ausprobieren? Waka, was sagst du denn? Der hat immer noch Shell. Wow. Watashi no yami o shiru ga ii. Ide yo, anima! Das ist jetzt sehr uncool. Okay, ich glaube, wir sollten mal ein wenig, Inorigo-sama, Kraft ausschütte. Oh, Engel haben wir auch schon, das ist ja nett. Nee, brauchen wir eigentlich alles gar nicht.
So, ich will eher mal für Anfeuer eine Runde. So, was können wir denn noch machen? Shell und Protest können wir, glaube ich, keine von unseren. Wir haben noch nichts von dem geklaut. Silenziummine, das ist ja auch nett. So. Und was passiert, wenn ich jetzt einmal drauf haue? Was zur Hölle war das? Ich würde sagen einmal Phönixfeder, weil ohne Orange geht es nicht. Oh, was mache ich jetzt mit dem hier? Bringt mir hier eine, Moment, ich will jetzt erstmal den Kilmari haben, weil ich will jetzt wissen... Was zur Hölle? Okay, wir haben ein richtig fettes Problem, Leute. So. Na, schon wieder den Mistding hier. Okay, okay, okay. So, das wird jetzt hier wieder so ein... Ich hatte aber noch nie das Gefühl, dass es hier echt einfach wird oder sowas. Sag mal, die hat er anscheinend gern hier oder was? So, es ist schon wieder dran. Heida nein. Und was soll ich jetzt hier machen am besten? Ich könnte mal dieses Ding hier... Flächenschaden plus stumm. Guck mal, ob das was bringt. Gar nicht mal so schlecht. Nein. So, Schwarzmagie. Keine Angst, ich habe einen Plan tatsächlich. Wieso hat die auf einmal so viel Energie? Das ist mega uncool gerade.
So, und jetzt lass mal hier einmal kurz beschwören. Vielleicht können wir es damit noch zumindest mal die große Nummer, die jetzt hier kommt, noch aufhalten. Aber ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. So. Dann darf Walfaris dann in der nächsten Runde dann soweit ran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Yeah.